Hermann, wärst du ein Schlumpf, ne? Du würdest dein eigenes Haus auffressen und an einer Pilzvergiftung sterben. Ja, und in Dortmund kommt am Dienstag der Ex zu Besuch, Erling Haaland. Das WLAN im BVB-Stadion haben sie jetzt umbenannt in Haaland, weil sie können jetzt keine Verbindung mehr zu ihm aufbauen. Viele BVB-Fans denken ja auch, ja, der Haaland ist auch nicht Gott. Nee, der kennt nämlich keine Gnade. Ich glaube ja, Halloween ist in Dortmund eine Woche früher. Weil das mit dem Haaland, der wird ganz gruselig. Ne, Andi, deine Ex hat auch einen Lappen verloren. Die ist nicht so schnell gefahren. Nee, die hat mit dir Schluss gemacht. Ja, aber wir bekommen diese Woche bestimmt von Mats Hummels noch mal von der letzten internen Mannschaftssitzung so einen Livestream über TikTok und Instagram. Das sind echt andere Zeiten mittlerweile. Macht der Terzic auf dem Platz so eine Mannschaftssitzung und sagt, könnt ihr mich in der letzten Reihe hören? Dann sagen die von hinten, ja, stört aber nicht. Das Problem ist, werden die Ersatzteile zu laut, dann läuft die Maschine nicht mehr. Und jeder Spieler ist ein Ersatzteil. Das kannst du diesen Multimillionären aber nicht mehr beibringen. Andere Zeiten, ne? Früher durfst du erst anfangen zu essen, wenn jeder am Tisch sitzt. Jetzt, wenn jeder ein Foto gemacht hat. Christian, spiel doch mal am Ball! Oder denkst du wieder nach, ob eine Polizeikantine Selbstbedienung ist oder ob serviert wird? Mannschaftsintern bleibt halt intern, bitte. Und nicht öffentlich. Ich diskutiere auch gerade mit dem regionalen Busunternehmen. Weil der Hermann nach dem Spiel in den Bus eingestiegen ist und er hatte dabei diese schwarzen Beutel, wo man den Hundekot so auf damit. Und der Hermann hatte aber Schokokrossis draus. Andi, spiel doch mal eine Flanke! Wie? Stefan tut machen! Soll ich den Stefan auf den Bobbycar setzen? Dann kann der tut machen! Tut, tut. Ja, und im Keller brennt noch Licht. Also beim VfL Bochum. Sieg gegen Union Berlin. Bei Schalke brennt auch Licht. Das haben sie aber erst angemacht, als alle die Kellertreppe runtergefallen sind. Trainerwechsel bei Schalke 04, das macht so viel Sinn, wie sich mit dem Nutella-Brot die Zähne putzen. Ja, Schalke und Stuttgart, die merken auch, was Personalmangel bedeutet. Da hat keiner Energie, Trainer zu werden. Stuttgart, die suchen ja immer noch einen, der sich wirklich mit jungen Spielern auskennt. Jetzt stell dir mal vor, beim VfB Stuttgart, da sitzt so ein alter Hase. Und keiner weiß, dass der ein Gebiss hat. Und das kommt erst in dem Gespräch raus. Hermann! Du liest das Buch, die Raupe Nimmersatt auch immer rückwärts, in der Hoffnung, dass du abnimmst. Ich kann dir aber sagen, aus einer fetten Hummel wird keine kleine süße Raupe mehr. Max Kruse war zu seiner Frau richtig romantisch. Schatz, wir fahren auf die Venus. Und sie so, oh, wie romantisch. Mit Elon Musk in den Weltraum. Und dann merkst du, stehst neben Michaela Schäfer. Die Erotikmesse Venus. Ich habe gedacht, die wird dieses Jahr abgeblasen. Hängen geblieben im Zahn. Wobei der Planet Venus passt ja eigentlich zu Max Kruse. Da ist es 460 Grad warm und es regnet Schwefelsäure. Auf der Venus hat der Kruse dann mit seiner Frau ein Video gedreht. Für seinen Kanal hier bei YouTube. So wenig Lust, wie der Kruse hat, wenn er so einen Film drehen würde, wie würde denn der heißen? Ohne Bockschein kommt kein Bock rein? Ne, Stefan, du bist ja Swinger, weil du magst Jazzmusik. Ganz kurz noch was in eigener Sache, weil es gerade aktuell ist. Wer Bock hat, nächste Woche in meinem Schrebergarten unter den Linden, manuelle Laubentfernung kann so einfach sein. Bringt da mit so einen Laubbesen, Schubkarre und Pilzkin. Kostet nur 20 Euro. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat letztens sein Handy gesucht, obwohl er das die ganze Zeit als Taschenlampe benutzt hat. Hermann! Du liest! Hm? Christian, spiel doch mal einen Ball! Oder denkst du wieder nach, ob in der Polizeikantine frei... Bedienung frei? Oder denkst du wieder nach, ob in der Polizeikantine frei... Sag mal, bin ich bescheuert oder was? Mann, ey! Oder denkst du wieder drüber nach, ob eine Polizeikantine Selbstbedienung ist? Oder denkst du wieder nach, ob eine Polizeikantine Selbstbedienung ist? Oder? So Schattenspiele noch für dich, für Kamera. Trainerwechsel bei Schalke 04 macht auch so viel Sinn, wie sich mit dem Mut. Oh, ja, heute ist echt Gott.